SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, lieber Kollege Konstantin Kuhle, dass du an dieser Stelle auf diesen wichtigen Aspekt hingewiesen hast. Wahrheit ist nun mal Wahrheit, dass es auf der rechten Seite oftmals nicht schmeckt, wenn es um die Wahrheit geht. Das ist ein Stück Erfahrung, das wir in den letzten Jahren ja eigentlich schon zu Genüge gemacht haben. Und wenn ich sage, zu Genüge gemacht haben, dann will ich erst mal sagen, letzte Woche standen wir zu dieser Zeit hier und haben über den sinnvollen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen hinsichtlich des unabhängigen Polizeibeauftragten diskutiert. Und nun habe ich in dieser Woche eine Erfahrung mit Ihrer Fraktion gemacht, die ich auch schon öfter gemacht habe. Als ich Ihren Antrag gelesen habe, habe ich mich gefragt, same procedure as last year. Die Antwort, die ich mir dann für mich selber gegeben habe, war same procedure as every year. Weil das schon fast zur Tradition wird, dass Sie einmal im Jahr in etwa die Abschaffung des Bundesamtes für Verfassungsschutz schaffen. Immer wieder anders ausgestaltet, aber im Kern doch trotzdem gleich. Und deshalb, Herr Schuster, weil Sie sich eben gefragt haben, welche Rede Sie heute halten sollen, hätten Sie die Rede vom letzten Jahr noch mal nehmen können, weil im Kern das Gleiche drinsteht wie im letzten Jahr. Und ich glaube, dass wir uns ja alle einig sind und dass auch die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen das unterzeichnen würden, dass man verlorenes Vertrauen, was eben angesprochen wurde, in den Verfassungsschutz, nicht dadurch zurückgewinnt, dass man ihn etwa 8 Jahre nach seinem größten Desaster abschafft. Das ist bestimmt kein Mittel, um verlorenes Vertrauen wieder zurückzubekommen. Zumal, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, zumal in einer Zeit, in der wir einen gut aufgestellten und parlamentarisch effektiv kontrollierten Verfassungsschutz so dringend brauchen wie schon lange nicht mehr. Ich gehe dann noch mal ausführlicher darauf ein, aber das zeigt uns auch die Festnahme der 3 mutmaßlichen Terroristen in Schleswig-Holstein vom Januar diesen Jahres. Diese Festnahmen hätte es nicht gegeben, hätten wir in Deutschland keinen gut aufgestellten und effizient arbeitenden Verfassungsschutz. Das vergisst man aber oftmals, das vergessen Sie oftmals, zu erwähnen, was dort auch an wertvoller Arbeit für die Sicherheit in diesem Land geleistet wird. Wenn irgendwas schiefläuft, ist es in gewissen Kreisen, so nenne ich das, politisch durchaus en vogue, zu schimpfen und darauf einzuschlagen und so weiter und so fort. Und dass wir uns mit den Fehlern auseinandersetzen in unserer parlamentarischen Arbeit, das ist Kerngeschäft unserer Arbeit im Innenausschuss und in den anderen Gremien, die sich mit dem Verfassungsschutz befassen. Aber dass man dann, wenn was gut gemacht wurde, das auch mal unterstreicht, das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, der hier auch nicht unerwähnt bleiben soll. Aber, ja, gerne, aber so ganz ohne Nachrichtendienste geht es offenbar dann auch bei den Grünen nicht. Aber statt dem Verfassungsschutz wollen Sie hier ein unabhängiges Institut zum Schutz der Verfassung, also kein Amt mehr zum Schutz der Verfassung, sondern ein Institut, ein Bundesamt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr. Ich habe mir, als ich neu im Bundestag war, mal die Liste angeschaut, welche Bundesämter es in Deutschland gibt und musste bei manchen Titeln schmunzeln und habe mir gedacht, für was es nicht alles ein Bundesamt gibt bei uns im Land. Das Bundesamt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr haben wir aber schon. Das würden wir auf der Liste nicht finden. Das ist gut untergebracht im Bundesamt für Verfassungsschutz in der dort zuständigen Abteilung. Und dass Sie V-Leute trotzdem, einsetzen wollen, so steht es in Ihrem Antrag, bestätigt wiederum uns als Große Koalition und uns in unseren Reformen, die wir hinsichtlich des Einsatzes von V-Leuten gemacht haben. Dazu eine mysteriöse Stelle beim Bundeskriminalamt, die nachrichtendienstlich arbeiten soll. Stichwort Trennungsgebot und all das, was noch drinsteht. Ist das wirklich Ihr Ernst, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob Sie es ernst meinen mit diesem Antrag in diesen Zeiten. Gerade jetzt, während wir hier sitzen, arbeiten
beim Bundesamt für Verfassungsschutz, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im internationalen Verbund an der Aufklärung der Strukturen des Attentäters von Christchurch. Wir haben alle gelesen diese Woche, dass der auf der ganzen Welt unterwegs war, dass der dem Vernehmer nach auch in Deutschland war, dass der europäische Bezüge hat. Und wenn wir eine Antwort darauf haben wollen, welche Bezüge es nach Deutschland gibt, welche deutschen Neonazis und Rechtsextremisten er als seine Brüder angesehen hat, und dann brauchen wir das Bundesamt für Verfassungsschutz, weil das die einzige Stelle ist, die uns die Antwort auf solche komplexe Fragen geben kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weiterentwickeln muss man das Amt, ganz ohne Frage. Das liegt auch in der Natur der Sache und in der Art und Weise, wie das Amt arbeitet und für was es zuständig ist. Und ich glaube, dass wir dem auch gerecht werden. Es geht dabei aber immer um die maßvolle Mitte. Es geht nicht darum, auf der einen Seite das Amt abzuschaffen und auf der anderen Seite es mit allen Befugnissen auszustatten, die irgendjemanden irgendwann mal einfallen. Es geht um die maßvolle Mitte. Wahrscheinlich in keiner Sicherheitsbehörde des Bundes ist dieser Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit auf der einen Seite so notwendig und auf der anderen Seite so schwierig, wie das im Bundesamt für Verfassungsschutz der Fall ist. Und gerade deshalb ist es gut, dass es so effektiv kontrolliert wird, wie wir das ja nach Kräften jede Woche tun. Ich will Ihnen zum Ende noch einen Grund geben, warum ich glaube, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz gerade in diesen Zeiten, ich habe das eingangs schon gesagt, so extrem wichtig ist. Wir alle spüren doch, dass sich in diesem Haus hier was verändert hat, dass das Klima im Deutschen Bundestag, hier im Plenarsaal und in den Ausschusssälen und sogar auf den Gängen des Hauses anders geworden ist seit Ende 2017. Und damit der Klimaveränderung meine ich Nachrichten, wie den es Ihrer Lesart nach ja nicht gibt, den Klimawandel. Also Sie sind ja diejenigen, die den Klimawandel leugnen, um das an der Stelle noch mal zu sagen. Aber wir haben doch alle erst gestern gelesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ein Funktionär der Identitären Bewegung ein Mitarbeiter bei einem Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion ist. Gerade für solche Sachverhalte, wenn den Rechtsextremisten oder gar den Neonazis wieder der Gang zum Deutschen Bundestag oder der Zugang zu diesem Haus möglich ist, brauchen wir ein gut arbeitendes und genauso arbeitendes Bundesamt für Verfassungsschutz, wie es das in der Abteilung Rechtsextremismus jetzt gerade tut. Und ich bin sehr wohl der Meinung, dass die Prioritäten beim Amt absolut richtig gesetzt sind. Und ich bin gespannt darauf, was auch Ihr neuester und womöglich interessantester Prüffall der letzten Jahrzehnte noch an Antworten hervorbringen wird. Ich bin froh, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das BfV diese Bestrebungen, die ich eben genannt habe, ganz klar einstuft und sehr genau beobachtet. Denn den Schutz vor den Demokratiefeinden, weil es dafür den Verfassungsschutz gibt, die Verfassung vor den Feinden derselbigen zu schützen, dafür gibt es das Bundesamt für Verfassungsschutz heute und dafür brauchen wir es auch in Zukunft. Vielen Dank. Das Wort hat Benjamin Strasser für die FDP-Fraktion.